da sind wir wieder, ihr Lieben. Schloss in Schleswig, Schloss Gotthof. Wunderhübsch. Sieht toll aus, ne? So. Und den kennen wir auch. Michael Thiel, Psychologe, wunderhübsch. Wollte ich sagen. Und was haben wir denn noch? Ah, Kirschtasche. Wunderhübsch. Ja, nicht ohne meine Kirschtasche und ohne meine Thermoskanne hier zum Nachmittagsteratil schnacken. Ja, und wir kommen auch gleich zum Thema, weil es ist wunderschön, es ist Herbst. Ist toll, heute ne? ist schon die Sonne toll. Es ist, richtig, es ist, klasse, ist ne? super. Aber. Oh, guck mal, die Blätter und alles. Ja, ist so das schön. Ist und da ist ja so ein. Aber es gibt Menschen, die kenne ich, die haben uns zum Teil auch geschrieben, das will ich jetzt nicht vorlesen, weil das sehr, sehr privat ist, aber die ich auch in der Praxis habe, die unter einer sogenannten saisonalen abhängigen Depression leiden. SAD, fachmännisch abgekürzt. Saisonale abhängige Depression. Genau, saisonal. Jedes, also wirklich jedes Jahr, wenn es Richtung Herbst geht, egal wie, dann geht dann Laune in den Keller, Keller, Antriebsarmut, also so also Anzeichen von Depression, die sich dann aber wiederum verbessern, wenn es dann nächstes Jahr wieder mehr hell wird, wärmer wird, wenn, dann geht es ihm wieder besser. Und da steige ich einfach mal schon ganz, ganz lustig ein. Also Thema Depression heute. SAD, saisonal abhängige Depression, wirklich, wenn du merkst, jedes Jahr dasselbe, same procedure as every year, in dem Moment, wo die Lichteinstrahlung weniger wird, dass du dann von Stimmung und Antrieb her wirklich in den Keller rauscht. Und wenn das, ich sag mal, mindestens über 2 Jahre hinweg nachvollziehbar ist, dann, ja, herzlichen Glückwunsch, hast du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben diese SAD. So. Aber das ist jetzt, also ich, man kennt das eigentlich so aus der Presse, da ist dann immer vom Herbstblues die Rede und von Melancholie und ich weiß nicht was alles. Wo zieht man denn da nun die Grenze? Was ist denn nun wirklich eine Depression und was ist denn nun einfach, mein Gott, es wird dunkel und ich hätte ja lieber den Strand. Ne? Ja, da haben noch mehr Depressionen. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet, guck mal, ganz toll, da, ein Riesenzettel, weil das ist wichtig, weil das Depression ist, Gott sei Dank, sage ich mal, jetzt nicht mehr etwas, worüber man nicht mehr reden kann. Das geht auch oft durch die Presse, leider Gottes immer, wenn sich mehr oder weniger prominente Leute auch was angetan haben und dann bekam man nachher raus, die Leute unter Depression. Also, ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, wo ich sagen würde und auch das ICD-10, das International Classification of Disease, sozusagen die Bibel von uns Ärzten, Psychologen, Psychiatern, wo auch die sagen, ja, ab da könnte es Hinweise sein auf eine Depression. Ne? Ich mache das mal und wir werden es auch einblenden. Wir sind ja technisch, Annika und ich, schon richtig fit, ne, Annika? Und Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir haben es geschafft inzwischen, den Schalter zu finden, um unten Sachen einzublenden. Also, fragt uns nicht nach den Katastrophen, die wir erlebt haben. Also, jetzt so ganz fachmännisch. Es gibt, wir unterscheiden bei der Diagnostik von Depressionen zwei Symptomgruppen. Es gibt die eine Gruppe, das sind die sogenannten Hauptsymptome. Hauptsymptome einer Depression ist erstens verminderter Antrieb. Du kommst wirklich morgens ganz schwer aus dem Bett, also noch schwerer als sonst. Sauber machen, Sachen erledigen, das fällt dir unsäglich schwer. Kommst also wirklich, wenn du noch arbeitest, kaum zur Arbeit, also verminderter Antrieb. Das zweite ist, ja, eine depressive Stimmung, das nennt man tatsächlich so. Das heißt, du hast wirklich den Blues, du denkst, die Welt ist schlecht, das ist alles grauenhaft hier. Es kann sogar sein, dass man mir das Gefühl hat, ich will mir das hier gar nicht mehr geben. Es können sich sogar suizidale Gedanken einstellen. Also diese wirklich depressive Stimmung, dieser Blues. Und das dritte ist, das gehört auch mit dazu zusammen, du hast überhaupt kein Interesse mehr. Du hast auch keine Freude mehr. Also dir geht das alles sowas von vorbei. Du verkriechst dich vielleicht sogar am liebsten im Bett. Es ist dir alles zu anstrengend. Und wenn einer dann kommt, hast du nicht mal Lust, wollen wir nicht mal Party machen oder komm, wir gehen mal ein bisschen raus. Keine Lust, findest Ausflüchte dafür. Das sind also die zwei Hauptsymptome. Und davon musst du also, ja, über, sage ich mal, mindestens zwei Wochen hinweg zwei von diesen Sachen haben.
Also der bringt mich jetzt völlig durcheinander. Jo. Du hast jetzt eben gesagt, das sind die zwei Symptome, du hast aber mehr aufgezählt. Die Hauptsymptome. Das sind jetzt die Hauptsymptome. Welche, ne? Hauptsymptome sind das? Also es gibt Hauptsymptome, verminderter Antrieb, depressive Stimmung, okay, und keine Freude, kein Interesse mehr. Also doch schon drei. So, von diesen dreien, wenn du davon zwei hast, länger als zwei Wochen. Das hast du irgendwie falsch, aber Mathe so. Im Zahlenraum bis von, eins, von 0 bis 3. Bis 10 geht es immer ganz gut mit den Fingern. Ne? Von diesen drei Hauptsymptomen zwei, mindestens zwei und das länger über zwei Wochen. Und jetzt wird es noch komplizierter. Zu diesen Hauptsymptomen kommen noch sogenannte Zusatzsymptome. Und davon müsstest du auch noch zwei haben. Und ich sage die euch einfach mal, die sind relativ einleuchtend. Also Suizidgedanken, klar. Also wenn du davon geplagt bist, spätestens dann wird es höchste Zeit, die Hilfe zu holen. Nebenbei, ne, mehr als 10% von Menschen, die wirklich eine behandlungsbedürftige Depression haben, nehmen sich auch irgendwann das Leben, wenn sie nicht behandelt werden. Also vorsichtig. Verminderte Konzentration. Du kannst Aufmerksamkeit flutscht weg, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, weißt nicht mehr, was du gelesen hast. Die Gedanken flüchten, so nennt man das auch, Gedankenflucht. Vermindertes Selbstwertgefühl, du findest dich sowieso irgendwie blöd und doof, magst dich nicht leiden. Hast sowieso das Gefühl, ach, das ist sowieso eigentlich besser, wenn du gar nicht mehr da wärst. Die Zukunft siehst du absolut negativ, pessimistisch. Ja, wird auch nicht besser werden. Du hast das Gefühl, dass du kriegst auch sowieso keinen Job, keinen Partner, kein dies, kein das. Also die Zukunft, das kann nur noch mies werden. Dann gibt es etwas, da können wir uns drüber streiten, also das ICD-10 spricht von Appetitminderung. Das heißt, wenn du plötzlich das Gefühl hast, du hast keinen Bock mehr auf Essen, du kriegst auch nichts mehr rein, dir ist es auch egal. Ich kenne allerdings auch Menschen mit Depressionen, wo das genau das Gegenteil ist. Das wollte ich gerade sagen, das geht genau so. Die sagen, ich muss unglaublich reinhauen, damit ich irgendwie auch Energie bekomme. Mhm. Das gibt es also auch. Schuldgefühle, Wertlosigkeit. Ja, wenn du auf dein Leben zurückblickst, denkst du, oh, du hast so viel Mist gebaut, bist sowieso irgendwie nichts wert, was soll der ganze Kram. Und dann etwas, was relativ häufig auftritt, sind Schlafstörungen. Schwierigkeiten beim Einschlafen, Schwierigkeiten beim Durchschlafen. All diese Sachen. Schwierigkeiten, ins Bett zu finden. Ins Bett zu finden könnte auch sein. Mhm. Du hast so einen depressiven Grübelzirkel, so nennen wir das, dass du vor lauter Grübelei und so weiter überhaupt nicht mehr so reinkommst. So. Auch das werden wir als Service dir nochmal aufschreiben in unseren Film, weil ich weiß, es ist jetzt sehr viel auf einmal. Aber so sagt die Diagnostik, wenn du zusätzlich zu diesen Hauptsymptomen noch mindestens zwei von diesen anderen Sachen hast, spätestens dann würde jeder vernünftige Arzt sagen, okay, ich glaube, Sie haben zumindest Hinweise auf eine Depression und da müssen wir auch mal was tun. Also jetzt komme ich noch mal zu meiner Anfangsfrage zurück. Ja. Jedes Jahr, wie gesagt, kommt ja dann in der Presse so Herbstblues und so. Und vieles von dem, was du gesagt hast, ist ja nicht gleich behandlungsbedürftig. Mhm. Jeder von uns kennt das. Und das dauert manchmal auch länger als zwei Wochen. Mhm. Gerade wenn wir zum Beispiel einen Schicksalsschlag noch verbüßen müssen oder einen Job verloren haben, Partner, Ehe ist gerade kaputt, blöde Scheidung, keine Ahnung. Ja. Dass wir dann eben Grübelzirkel haben, dass wir nicht aus dem Quark kommen, dass wir sagen, Scheibenkleister nochmal, was soll der ganze Mist eigentlich? Oder verminderten Appetit haben auf Kirschtaschen. Verminderten Appetit haben, Also wo unterscheidet, wann ist es dann nun wirklich eine behandlungsbedürftige Depression und bis wohin ist es dann einfach so etwas, so ein Tief, was jeder Mensch einfach auch mal hat? Ganz simpel, für mich jedenfalls. In dem Moment, wo du weißt, ich kann mir das erklären. Ne? Ich habe einen Job verloren, ich habe einen Partner verloren, ich habe vielleicht auch eine schwere Krankheit hinter mich gebracht, all das. Da ist es schon von unserem Gehirn her ganz sinnvoll, dass das Gehirn auch sagt, pass mal auf, das Problem, was du jetzt hast, nämlich mit vielleicht Arbeitslosigkeit oder mit keinem Partner mehr, das musst du lösen. Deswegen ziehst du dich in dich zurück und fängst an, drüber nachzudenken, wie komme ich raus aus der Situation. Und dann willst du dich auch nicht ablenken lassen. Und dann brütest du sozusagen jetzt eine Lösungsstrategie auch aus. Und du musst auch ein bisschen Wunden lecken und du bist dann in dem Moment auch tatsächlich, hast du von diesen Symptomen, die ich ihm aufgezeigt habe, hast du einige. Aber jetzt kommt der Moment, du tauchst aber irgendwann wieder auf. Das heißt, nach einer gewissen Zeit wird es dir wieder besser gehen, du hast eine Perspektive, dieses Blues-Denken ist ein bisschen weniger geworden.
Und dann kommt der Moment, wo du sagst, okay, das Leben hat mich wieder, weil es geht jetzt weiter. Das ist für mich so. Und dann wirst du auch von alleine auch sagen, nee, da brauche ich auch keine Behandlung. Ein guter Arzt würde auch sagen, wissen Sie was, wir warten jetzt auch erstmal ein bisschen ab, ob Sie sich berappeln können. Oder vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit für dich vorübergehend, dir mal therapeutische Hilfe zu holen. Jetzt keine Psychotherapie, sondern vielleicht wirklich so eine Art Lebenshilfe für zwischendurch oder ein Coaching. Und dann geht es weiter. Wenn du aber da drin stecken bleibst, wenn du das Gefühl hast, ich komme hier nicht aus dem Quark und das wird quälen, weil, das ist jetzt für mich noch ganz wichtig, hinter einer Depression steckt oftmals auch das Gefühl von Angst. Und Angst kennt jeder von uns, Angst ist richtig quälend und diese innere Unruhe ist richtig quälend. Und du bewegst dich wie so ein Hamster am Rad und kommst überhaupt nicht mehr da raus. Spätestens dann ist es mehr als nur, ich bin mal ein bisschen aus dem Tritt geraten und ich komme schon wieder rein, sondern dann ist wahrscheinlich auch in deinem Kopf etwas nicht so ganz in Ordnung. Jetzt predige ich ein bisschen, aber das ist mir wichtig, damit ihr es versteht. Also Depressionen können auch oder haben zum großen Teil auch mit einem Fehler im Gehirnstoffwechsel zu tun. Ihr habt vielleicht schon mal dieses Serotonin, den Begriff gehört, oder Noradrenalin. Das sind Botenstoffe im Gehirn. Wenn die durcheinander gekommen sind, wenn zum Beispiel zu wenig Serotonin da oben im Kopf drin ist, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich eine Depression hast. Zu wenig Serotonin löst oder ist ein Zeichen, ein Symptom für Depression. Deswegen schon mal ein Ausblick zur Behandlung. Wenn du zum Beispiel Antidepressiva nehmen musst, weil es anders manchmal nicht geht, dann sorgen die unter anderem dafür, dass diese Serotoninspiegel bei dir im Kopf wieder normal wird. Und dann wirst du auch merken, wow, mir geht es tatsächlich ein bisschen besser. Ich bin nicht mehr ganz so down. Ich bin auch nicht mehr ganz so ängstlich. Also ich lebe wieder ein bisschen auf. So. Viele haben ja Angst davor. Also gerade dass diese Aussicht, eventuell dann Medikamente zu bekommen, weil sie natürlich Angst haben, davor wie so ein Zombie rumzulaufen. Ja. Es gab früher, so ganz früh, als ich noch studiert habe, da gab es wirklich ganz fiese, miese Antidepressiva. Die machen dick, also als Nebenwirkung unter anderem. Und die haben zum Teil auch wirklich ziemlich, ziemlich wüste Nebenwirkungen gehabt, zombie-mäßig, roboter-mäßig rumzulaufen. Verwechsel das aber nicht mit Medikamente, die du nimmst, wenn du zum Beispiel eine Psychose hast, also wenn du schizophrene Symptome hast. Das ist so eine andere Nummer. Die heutigen modernen Antidepressiva, die haben zum großen Teil nicht so sehr mehr diese Nebenwirkung. Es gibt ja ganz moderne, wo du auch das Gefühl hast, wenn du die nimmst, du merkst sie am Anfang so gar nicht, weil sie so milde wirken. Aber dann spürst du im Laufe der Zeit, oh, du bist ein bisschen stabiler, du wirst ein bisschen mutiger. Also du kommst ein bisschen mehr zu dir selbst. Der Königsweg zur Behandlung einer wirklich depressiven Erkrankung besteht aus medikamentöser Versorgung, wenn es wirklich eine schwerere Depression ist, und Gesprächen, also Psychotherapie, bevorzugt Verhaltenstherapie, wo sozusagen deine negativen Denkmuster, die du hast als depressiver Mensch, dass das alles mies ist, dass aus dir sowieso nichts wird und das Leben hat sowieso keinen Sinn. Diese alten depressiven Denkmuster, die wirst du im Laufe der Psychotherapie dann auflösen. So, also die Kombi, Medikamente, auch nicht unbedingt für ewig, sondern zumindest für einen Anfang, gegeben von einem vernünftigen Neurologen oder Psychiater, in Kombi mit einer schönen Verhaltenstherapie oder einer anderen Psychotherapie. Das ist der Weg, der dich aus einer Depression auch rausführen kann. Und die Chancen sind relativ hoch. Ja, also Depressionen sind ja heute recht gut behandelbar. Ja, so ist es. Aber es geht eben auch darum, sie rechtzeitig oder gut zu erkennen. Ja, genau. Na? So. Und wie, also jetzt, ich bin ja heute wirklich etwas nervig. Wie erkenne ich denn nun den Unterschied? Denn du weißt, es gibt ja auch depressive Menschen, die nach außen hin recht fröhlich wirken, weil sie natürlich im Laufe, das ist ja nichts, was einem mal so eben um die Ecke befällt, sondern im Laufe der Zeit gelernt haben, die Symptome auch so ein bisschen zu verstecken. Ja, genau. Weil sie genau wissen, dass die Umwelt dann schon sorgenvoll reagiert. Ja, oder, genau. Sie spielen dann so und klappen dann zu Hause zusammen. Das mache ich nochmal ein Fach auf. Es geht ja um Depression. Es gibt auch das Gegenteil der Depression, nämlich die sogenannte Manie. Die Manie. Jo,
Und zwar ist die Manie, das heißt dann auch manchmal manisch-depressive Erkrankung, die Manie ist äußerlich genau das Gegenteil von der Depression. Das sind Menschen, wenn die manisch werden, die quatschen dich in die Ecke, die stellen sich als ganz toll dar. Die hast du manchmal, man nennt das auch so diese Kneipenredner, ne? Die dann so ganz toll sagen, wie viel Geld sie machen und was für ein tolles Haus sie haben. Und innen drin sind die Maniker aber genauso ängstlich und genauso klein wie der Depressive auch. Nur sie überspielen das Ganze, stellen sich sozusagen auf ein hohes Podest, sodass die Angst, das Bild dazu, dass die Angst sozusagen an diesem Podest abprallt. Und manchmal wechselt das auch, manisch-depressive Erkrankung, die switchen dann manchmal von der Depression so ganz down in die Manie rein. Da dazu auch schon mal, entschuldige, das ist so wichtig, ganz gleich, Annika. Ja. Wenn ein depressiver Mensch in die Manie vielleicht kommt und er ist womöglich suizidal und hat aber in der Depression nicht den Antrieb, sich umzubringen oder irgendetwas zu machen, dann kann dieser Antrieb leider durch diese Manie dann kommen. Und das ist so gefährlich. Also gerade auch, wenn man vielleicht Medikamente nimmt und die wirken dann, da muss man sehr vorsichtig sein, dass nicht plötzlich aus dieser depressiven, suizidalen Haltung heraus plötzlich der Antrieb kommt und dann, ja, dann ist es passiert und dann findet man ihn womöglich tot irgendwo Wochenendurlaub aus der Klinik in der Wohnung. Ja, so. Vor allen Dingen, weil ja dann auch in der manischen Phase die Wirkung anders ist. Die Wirkung ist ja aktiv, manchmal sogar lustig, hyperaktiv ja. Und so weiter. Ja. Ne? Ja. Ist das dann auch, wenn Leute, was weiß ich, plötzlich anfangen, Unmengen zu kaufen oder sowas, ne? Genau. Oder, keine Ahnung. Ich habe einen Patienten, ist schon lange her, der lebt auch nicht mehr, deswegen sage ich das, der war in seiner manischen Phase so eloquent und der war auch vom Beruf, vorher war der auch Banker und so, der hat sich einfach einen Stress draus gemacht, zur Bank zu gehen und den Leuten so viel Geld aus den Rippen zu quatschen, zu leiern, werde ich nie vergessen, der hat sich sogar einen Helikopter praktisch geliehen oder inklusive Piloten ist damit über Hamburg gedüst. Also ja, hört sich jetzt lustig an, aber nee, dahinter beim Maniker ist trotzdem, das darf man nie verkennen, ist trotzdem diese Angst eines Depressiven, nur sie wird ihm überspielt. Also, es ist immer so ein Wabangspiel, ab wann geht man jetzt zum Arzt, ab wann sagt man so, es geht nicht mehr weiter. Ich habe angefangen mit dieser saisonal abhängigen Depression. Da ist eigentlich das Kriterium, ich wiederhole es nochmal, wenn es immer wieder, jetzt so Oktober, November, wenn es da wieder losgeht und du merkst, dass die Stimmung geht in den Keller und das nicht nur einmal, sondern über mehrere Jahre hinweg, dann kannst du dir mal überlegen, ob du da nicht die Hilfe holst, damit du nicht jedes Jahr zu der Jahreszeit so stimmungsmäßig in den Keller rauscht. Aber es muss dann schon, also damit das so in diese behandlungsbedürftige Ecke kommt, hat das schon was anderes als jetzt ein Herbstblues, als zu sagen, oh Mensch, ja. Also ich, du kennst viele Menschen, die auch sagen, oh, dieses Wetter, das ist so düster, ja, macht ja. mich irgendwie depressiv. Und ja. du weißt genau, nee, Depression ist noch ein Tucken weiter, das ist jetzt einfach nur missgelaunt. Düster, genau, melancholisch, so, bisschen so. In der Richtung. Ja. Zur Therapie, einige schwören darauf, das sind sogenannte Lichtduschen. Depression, vielleicht auch nochmal wichtig, hat auch gerade bei diesen SAD, bei diesen saisonalen Depressionen, damit zu tun, dass die Lichteinstrahlung einfach in unserer Region zum Winter hin einfach weniger wird. Das heißt, unser Gehirn nimmt weniger Licht durch die Augen auf und dadurch kann sich auch vermindert Serotonin zum Beispiel bilden. Da können Lichtduschen helfen, aber nicht jetzt einfach sich eine 100-Watt-Birne schnappen. sondern das kann man sich entweder verschreiben lassen oder in der Apotheke, die sind auch relativ teuer, also ich würde mir die auch nicht so zuerst mal besorgen, sondern ausprobieren, das könnte helfen. Rausgehen, so was wir jetzt machen, also selbst, heute ist das Wetter toll, aber selbst wenn die Sonne nicht scheint, ist das Licht von das Tageslicht immer noch wesentlich heller als das Licht in der Wohnung oder unter irgendwelchen Lampen. Also rausgehen ist ganz wichtig, gilt auch für andere Menschen, die unter Depressionen leiden, dieses aktiv werden, spazieren gehen, joggen, all diese Sachen, die kurbeln einfach wieder die Stimmung ein bisschen an und auch den Gehirnstoffwechsel. Geregelter Tagesablauf? Wäre toll, also dieses die wirklich Morgentief, ne? Depressive Morgentief, sich da auch versuchen, durch einen geregelten Tagesablauf so langsam rauszupellen, das wäre wichtig. Gespräche suchen,
Also sich nicht einkapseln, sondern auch wenn es am Anfang schwerfällt, sich mit Leuten treffen. Vielleicht auch hat man die Möglichkeit zu sagen, so, ich will mich auch ein bisschen sozial engagieren oder versuche mir nochmal ein Hobby zu besorgen, wo ich mit anderen Leuten schnacken kann, wo ich mit anderen Leuten in Kontakt komme. Wir haben hier ganz viele, das sehe ich das so schön, viele alleinstehende Frauen zum Beispiel, die alleinstehende Frauen, die mit dem Hund hier unterwegs sind. Und da gibt es richtig so eine Hundegang, die kennen sich untereinander, die gehen da mit ihren Hunden spazieren, die reden. Das ist natürlich auch eine gute Prophylaxe gegen Depressionen. Ne? Weil die müssen raus dreimal am Tag. Sonst mindestens platzt die Blase vom Hund, das geht nicht. Geht nicht. Und Wauwi muss raus und Wauwi mag seine Freunde treffen und somit treffen die sich. Und ja, das stimmt. Als wir hier zu Anfang waren in Schleswig, Frau mit Hund. Haben wir oft gesehen. Aber auch so, überleg, Depressionen haben viele Ursachen. Haben wir am Anfang schon gesagt, es kann von draußen kommen. Schicksalsschlag. Externe. Das sind sogenannte exogene Depressionen dann, die von außen kommen, die auch den Sinn machen, dass du da zwischendurch grübelst und nicht so ansprechbar und so lustig bist. Es gibt aber auch sogenannte endogene Depressionen, die kommen von innen heraus. Das sind für mich eigentlich die schwierigeren Depressionen. Wir wissen, dass Depression viel mit Genetik zu tun hat. Das heißt, guck mal in deinem Verwandtenkreis, gibt es da Menschen, die unter Depressionen leiden oder gelitten haben, hat sich womöglich schon mal jemand umgebracht, wie ist denn das? Dann kann es sein, ich will jetzt keine Angst machen, dass du besonders gefährdet oder anfällig bist für Depressionen. Also es gibt diesen genetischen Faktor. Es gibt aber auch den Faktor Erziehung. Wenn du Pech gehabt hast und du hast keine sichere Bindung zu deinen Eltern aufbauen können, sodass du das Gefühl hast, das Leben ist feindlich und gefährlich, dann bedeutet es auch permanenten Stress für dein Gehirn und fürs Denken. Oder du bist nicht wert genug. Ne? Also wenn man in der Kindheit vermittelt hat, du bist einfach nicht gut genug. Genau. Egal, was du dir vornimmst, das schaffst du ja eh nicht. Und Versager, ne? Loser. So. Und wenn du das nicht überwindest irgendwann durch andere Menschen, durch Erfolgserlebnisse, durch Leute, die an dich glauben, dann ist der Weg zu irgendeiner depressiven Geschichte schon ein bisschen geebnet. Ja, so ist es. Das heißt, es gibt einen Begriff von Martin Seligman, das ist ein ganz bekannter amerikanischer Psychologe bzw. Psychiater. Und Martin Seligman, der hat von gelernter Hilflosigkeit gesprochen. Das heißt, wenn du wirklich das Pech gehabt hast und wenn du mal eine gute Zensur nach Hause gebracht hast und deine Mutter hat gesagt, komm, das ist sowieso nur ein Zufall gewesen, hast du mal Glück gehabt, der Lehrer hat einen guten Tag gehabt. Wenn du einen Kuchen gebacken hast und der ist daneben gegangen und du hast so ein Denken, ich schaffe es sowieso nicht, ich bin zu blöd dazu, vergiss es. Also diese negativen Denkmuster, auch durch die Erziehung beigebracht, kann dann auch in Richtung Depression führen. Also zum Beispiel auch was Schulabschlüsse oder Berufslaufbahnen angeht. Ne? Wie du willst irgendwann wieder dich aufs Gymnasium, so ein Quatsch. Ja. Das schaffst du doch eh nicht. In unserer Familie hat nie jemand das am Gymnasium besucht und so. Biologie studieren, so ein Unsinn. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und so. Das kann natürlich so ein Bild vermitteln, dass du wirklich nichts wert bist. Aber auch in der Beziehung ist das dann ja so, dass du nicht liebenswert bist. Genau. Und das ist schon wieder diese Ursache dafür, dass man in einer Beziehung dann misstrauisch ist, eifersüchtig reagiert, genau. Ne? Weil man ja nicht daran glaubt, dass der andere einen wirklich liebt. Genau. Da muss doch der Fehler sein. Ja. Ne? Und das alles leistet dann Vorschub, langfristig in so eine Depression abglippern zu können. Genau. Das muss oder nicht sein, kann. Kann. Also wir reden immer nur von kann. Wir machen hier keine Diagnostik, nicht, dass du sagst, Annika und Michael haben gesagt, so zum Arzt und jetzt so. Nein, wir wollen bloß sensibel machen dafür. Dauerstress im Job. Wir haben schon mal über Burnout gesprochen. Wir haben gesagt, es gibt den alten Begriff der Erschöpfungsdepression. Ja, wenn du dauerhaft gestresst bist, wenn du das Gefühl hast, du schaffst dein Leben nicht mehr, weil da sind so viele Probleme und so viele Sachen und du wuppst es einfach nicht. Und jeden Tag aufs Neue und es wird immer schärfer, der Konkurrenzkampf ist da, Mobbing, all diese Geschichten können dann tatsächlich auch in eine Depression münden. Und da sehen wir auch schon gleich wieder, wenn du so willst, prophylaktisch, wenn du ein Leben möglichst führst, wo du das Gefühl hast, ja, in dem, was ich so mache, in der Beziehung und auch im Job, ich schaffe das. Also ich bin da auch relativ aufgehoben und ich habe das Gefühl,
die Aufgaben, die das Leben so für mich überhaupt, das schaffe ich. Und wenn ich es nicht schaffe, dann hole ich mir Hilfe. Da habe ich ein Netzwerk von Leuten um mich herum. Ich muss das Leben nicht alleine wuppen. Das ist schon mal eine gute Prophylaxe gegen Depression. Aber ich muss ja daran glauben, innerlich, dass ich es wert bin und dass ich das auch wirklich schaffe. Wenn ich schon daran gehe und weiß, also oder sage mir immer, weil ich es so gelernt habe, ich bin es nicht wert, ich schaffe es nicht, dann misstraue ich jedem, der sagt mir, hast du toll gemacht. Dann sage ich mir, naja, das sagt er jetzt so, weil der hat ja irgendwas vor, will irgendwas. Misstrauisch bis hingegen ist der Misstrauen auch so eine Sache, die in einer Depression oft vorkommt. Ja, weil du es nicht akzeptieren kannst, wenn Menschen dich toll finden oder dich lieb haben oder du wirklich eine gute Leistung hast. Das sind aber die Sachen, die du zum Beispiel in der kognitiven Verhaltenstherapie, kognitiv, ne, übers Denken, aufarbeitest. Wo du zum Beispiel trainierst, dass in dem Moment, wo dieser Gedanke reinschießt, ach, der meint es ja sowieso nicht ehrlich und der sagt das ja nur so, dass du dann innen drin im Kopf so ein Stoppsignal hast und sagst, nee, Quatsch, ich akzeptiere das jetzt mal, ich freue mich auch, ich sag dem anderen auch, und es ist nett, dass du das gesagt hast, ich freue mich wirklich. Und dann nimmst du auch dieses Gefühl auf, du schießt sozusagen gegen diesen automatischen, auftauchenden Gedanken, die meinen das sowieso nicht, schießt du mit einem Gegengedanken dagegen. Und das musst du natürlich trainieren, weil wenn du über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer negativ gedacht hast, dann kann das nicht schwupp einfach so weggehen. Das ist eine Trainingssache, die funktioniert, aber funktioniert auch sehr, sehr erfolgreich. Und das ist wie alles im Leben. Ne? Also vor dem Erfolg, ja, musst du erstmal ran, musst du erstmal arbeiten, aber es lohnt sich. Da sagt man ja immer, Depression ist so eine Volkskrankheit. Irgendwie, dass es ja so sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die depressiv sind. Ja. Ist das so? Ja. Es gibt auch da wieder 1000 Zahlen, aber eine, die könnt ihr sogar behalten. Von 100 Menschen, so sagt die Statistik, werden mindestens 20 einmal in ihrem Leben eine richtige depressive Episode erlebt haben. Das heißt nicht, dass sie jetzt dauerhaft depressiv sind, aber so, ne, von 100, so im Schnitt 20 Leute. Das würde ja bedeuten, dass jeder 20. also viele von uns. Jetzt hast du depressive Phase. Kann das etwas sein, was man selber wieder in den Griff kriegt? Ja. Also das kann auch sein. Wenn dir das bewusst ist und wenn du dagegen ansteuerst, zum Beispiel so mit den Tipps, die wir jetzt gegeben haben, oder es gibt auch in einigen Krankenkassen, die haben Online-Programme auch gegen Depression, weil ihr wisst ja leider Gottes, Wartezeit beim Psychotherapeuten 3 Monate, manchmal auch noch länger. Da könntest du zum Beispiel dich bei der Krankenkasse erkundigen, wenn du das Gefühl hast, es geht in Richtung Depression, und ich gucke mal, ob mir so ein Programm auch weiterhelfen kann. Zumindest für die Übergangszeit, bis ich vielleicht tatsächlich auch eine Psychotherapie auch besuche. Also es kann so vorübergehen, wenn du aktiver wirst oder wenn du sagst, so, das Problem habe ich jetzt gelöst, habe einen neuen Partner, habe mich getrennt, habe vielleicht auch einen neuen Job, richte mich neu aus und merke plötzlich, es macht Plumps, mir geht's besser. Manchmal, ich kenne Menschen, die sagen so, ich habe jetzt echt gekündigt, ich bin auch in eine andere Stadt gezogen, um aus diesen negativen Einflüssen auch rauszukommen. Also all das kann helfen. Nur ich sage immer, dieses kann. Je früher man tatsächlich eine Depression, Annika hat es schon gesagt, erkennt und behandelt, umso weniger ist der Quälkrampf für dich natürlich. Und zum Zweiten, umso weniger hat sich das auch in deinem Gehirn festgesetzt, umso leichter und schneller kann man dich auch behandeln. Aber ist Depressionen ja die sind behandelt. Ja, aber die Selbstsicht ist dann ja auch anders. Wenn ich das als kurze Episode oder als kurze Krankheit empfinde, die ich dann auch schon angehe, ist das ja anders, als wenn ich jetzt weiß, ich bin seit 20 Jahren depressiv. Ja. Das ist ja als Eigenansicht auch völlig anders. Und weitaus einfacher dann in den Griff zu kriegen. Genau. Wenn du diese Krankheit sehr, sehr lange hast, dann ist das eben auch so, dass man sich auch als kranker Mensch empfindet. So, aber kranker Mensch kann behandelt werden. Wir haben Thorsten Gottschalk, unser Arzt, Freund und Arzt, ne? Facharzt für Allgemeinmedizin, der sagt auch noch ein bisschen was dazu, das blenden wir, kriegen wir auch noch mit ein. Ich sage es immer so, wenn jemand Diabetes hat, und zwar in einer Form, dass er auch Insulin benötigt, dann redet er, dann wird das auch nicht von alleine besser. Und dann wird es auch nicht durch Reden besser, sondern dann muss eben halt von außen Insulin zum Beispiel zugeführt werden.
Aber trotzdem braucht er dann Hilfe, damit er das in sein Leben integriert, dass er nicht darunter leidet, dass er nicht deshalb eingeschränkt ist, sondern nach wie vor genauso leben kann wie sonst auch, indem er so ein paar Regeln beachtet und die auch wirklich lernt und in sein Leben integriert, dass er aufgefangen wird. Ja. Wissen. Ja, vielleicht ist Wissen auch wirklich manchmal ganz gut. Also wenn man in seiner Umgebung jemanden sieht, wo man denkt, Mensch, das sind ja so ein paar Faktoren, die kommen mir jetzt bekannt vor. Ja. Oder auch bei sich selber, dass man einfach nochmal nachliest, dass man sich Bücher besorgt oder Internet ein bisschen, ohne jetzt den Hypochonder rauszulassen. Mhm. So, das kann ich ja immer so. Wenn ich sowas höre, dann denke ich auch mal, ich hab das. Also gemacht, ne? Jo. Aber der Vergleich nochmal mit dem Insulin, Vergleiche hängen ja meistens und auch der ist ein bisschen, aber es ist, also scheut euch nicht davor, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht so aus dem Quark. Ihr habt doch den Eindruck, ja, da könnte vielleicht so was Genetisches da sein, weil Mutti, Vati, Oma, keine Ahnung, leidet auch darunter. Scheut euch wirklich nicht davor, zum Arzt zu gehen und habt dann auch den Mut, auch vorübergehend vielleicht mal medikamentös eingestellt zu werden, damit sich da oben euer Gehirnstoffwechsel wieder normalisieren kann. Das wäre eben fatal, euch diese Hilfe nicht zu geben und zu sagen, oh, das kommt von allein, das geht auch wieder von allein. Wäre schön, ist aber nicht in vielen Bereichen der Fall. Also das stimmt, was Annika sagt. Aufeinander ein bisschen mehr achten. Mhm. Und wenn ihr merkt, der Kollege, die Freundin und sowas, rauscht stimmungsmäßig in den Keller, dass ihr dann auch wirklich das Gefühl habt, so, ich nehme den jetzt auch an die Hand, ich erkundige mich und dann gehen wir zusammen zum Arzt, zum Psychologen, zum psychologischen Therapeuten. So, das wäre mein Wunsch. Wunderbar. Jetzt klinken wir erstmal Thorsten ein. Mhm. Ne? Mhm. Und so, moin, mein Thorsten. Moin. Jo, du Lars, aber wir haben heute ein ernstes Thema. Das stimmt. Depression. Genau. Nun bist du ja Facharzt für Allgemeinmedizin. Das heißt, es kommen Leute einfach zu dir in die Praxis und du hast keine Ahnung, was mit dem los ist. Ne? Was ist ja dir? Das ist das Laster der Allgemeinmedizin. Jo. Das unselektierte Patientenkollektiv. Genau, pass mal auf. Kommt, was kommt. Und ich komme jetzt mal. Ich bin so ein unselektierter Patient jetzt. Ja. Ne? So. Und es könnte ja so sein, dass ich sage: Moin, Herr Doktor. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, mir geht das nicht so gut. Irgendwie, ich komme nicht in die Gänge. Ja. Hab gedacht, auch passt Erkältung oder irgendwie ist irgendwas, aber nee, irgendwie. Kommst du nicht aus dem Quark? Ich komme morgens nicht aus dem Bett, das kenne ich so gar nicht. Und meine Frau sagt auch schon, Mann, ich vergesse mal alles und irgendwie. Und dann sagt die, Mensch, geh doch mal zum Arzt, das kann ja wohl nicht angehen. Weil auch auf der Arbeit, wenn ich abends nach Hause komme, ich bin echt fix und foxy. Hm. Also nochmal irgendwas im Haushalt machen, das geht gar nicht. Und dann merke ich, ich denke so über alles Mögliche. Ich komme irgendwie nicht so richtig aus dem Quark so. Hm. Vielleicht ist ja da irgendwas. Meine erste Frage ist dann immer, wie lange geht denn das schon so? Also ich schätze, nach bestimmt 3-4 Wochen, wenn ich das mal so vergleiche. Hm. Also ich kam aus dem Urlaub, da war noch alles gut und dann ging das wieder los mit der Arbeiterei und auch so ein bisschen Ärger da. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, irgendwie kotzt mich das alles ein bisschen an. So, mhm. Und dann kommt so ein Kram, das kenne ich gar nicht. So, dann habe ich plötzlich so mit dem Magen und mit dem Kopf und dann sagt meine Frau, nimm mal ein paar Aspirin und mach mal ein bisschen so. Mhm. Aber irgendwie, nee, also so geht das nicht weiter und ich weiß nicht, so. Wie schläfst du? Also es geht, wenn ich dann mal schlafe, dann geht das, aber ich wache öfter mal auf nachts. Mhm. Ne? Also nicht nur wegen Toilette gehen, sondern so irgendwie und dann komme ich nicht. Dann fange ich an, hier oben zu denken und zu raddern. So. Ja, da haben wir aber schon einiges zusammengesammelt jetzt an Symptomen, also an Anzeichen für eine Depression. Wieso? Ich bin noch nicht verrückt. Nee, nicht verrückt. Ja. Aber vielleicht mal schlecht gelaunt, findet sie. Ja, nun, aber das ist ja jeder mal. Das ist ja noch nicht so das. Na, wir können erstmal sammeln, was wir haben. Mhm. Schlafstörung irgendwie? Ja. Kann schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen? Ja. War mal besser. Mhm. War mal besser. Das Grübeln, dann kommen irgendwelche Gedanken, die dich nicht in Ruhe lassen. Ja, das macht man schon. Ich bin ja nun mal so, auch nicht mehr so der Jüngste und weiß auch nicht, wie soll das weitergehen und Jobs. In dem Alter, wenn die mich kündigen würden, schwierig. Ja.
Und dann morgens diese Antriebslosigkeit, aber auch abends. Und das Einzige ist dann, was dich noch so über den Tag bringt, diese Pflichterfüllung, dass man zur Arbeit geht, aber alles andere liegt brach. Man hat so nichts mehr richtig Lust. Also so unter uns, Sex und sowas läuft auch nicht mehr. Also. Da geht es ja schon ans Eingemachte, ne? Mhm. So, und was jetzt? Jetzt können wir was jetzt? Was können wir jetzt machen? Eine Tablette dagegen? Da gibt es natürlich Tabletten dagegen, aber ich bin nicht so der Freund, dass ich gleich so Tabletten immer gleich. Wir müssen ja auch so ein bisschen Diagnostik dann machen, ob das jetzt wirklich so ist. Ne? Okay, jetzt gehe ich mal aus der Rolle raus. Also jetzt, jetzt bist du wieder Thorsten, ich bin Michael. Würdest du sagen, dass ich damit schon so Hauptsymptome einer Depression? Was ist denn jetzt eine Depression für dich? Eine Depression ist eine anhaltende, also wirklich über einen Zeitraum anhaltende Niedergeschlagenheit, schlecht gelaunt, man kommt nicht aus dem Quark. Wobei man da aufpassen muss, es kann auch umschlagen, dass eine Depression sich so äußert, dass man Bäume ausreißen möchte und das tut. Dann geht es in die Richtung Manie, ne? Genau, dann geht es in manische Depression. Mhm. Aber die meisten kommen wirklich mit so einer Niedergeschlagenheit daher und wollen eigentlich in der Praxis dann eine Tablette haben, damit sie mal wieder richtig schön ausschlafen können. So. Also die kommen in die Sprechstunde und ich kann nicht schlafen, ich kann nicht einschlafen und wollen eigentlich die Schlaftablette haben. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, ist das wirklich nur die Schlafstörung oder ist es eine Depression? Und deswegen auch so meine Fragen gerade eben so in der Rolle des Arztes, was ist das nur eine Schlafstörung, was es auch mal geben kann? Es kann ja mal sein, dass ein Jobwechsel, wo man sich eigentlich drauf freut, nicht in Ruhe lässt und man hat ein bisschen Angst davor, wie wird das werden, war das die richtige Entscheidung, das ist das eine. Aber eine richtige Depression ist ja eine Sache, die behandelt gehört, die auch eine lange Vorgeschichte hat. 3-4 Wochen ist schon sehr kurz. Meistens die Leute, die ich erlebe, sind da bei Monaten, die da Probleme mit haben und die das nicht in Ruhe lässt und die damit nicht weiter zurechtkommen. Das heißt, gleich die Tablette, weder zum Schlafen noch gegen Depressionen. Es gibt da Medikamente. Finde ich nicht das Richtige, dass man da gleich mit einsteigt. Man muss eher mal abklären, wie schlimm das ist. Also geht das bis hin zu Selbstmordgedanken und dann ist die Klinik das Richtige. Aber da würde ich wahrscheinlich sagen, nee, also, ne? Bin ja nicht verrückt. Was soll ich in der Klinik? Hab doch nicht hier Psychiatrie womöglich, ne? Geschlossene oder sowas, ne? Nee. Ich glaube, den siehst du so schnell nicht wieder, oder? Das sind seltene Fälle, die sich was antun wollen, aber die gehören dann wirklich in die Klinik und dann muss man sich auch ein bisschen einig werden oder sogar über den Willen des Patienten hinwegsetzen, wenn er so selbstgefährdet ist, dass er sich selber umbringen möchte, dann gehört er in die Klinik. Mitunter auch gegen den Willen, aber da ist ein Richter mit dabei, da ist ein Amtsarzt mit dabei, das hat gesetzliche Grundlagen, das kann man nicht einfach so, aber das kann sehr schnell gehen, wenn es so schlimm ist und so schlimm kann es bei jahrelanger Depression auch kommen. Es ist ja so, dass du bist ja als Hausarzt, Niedergelassener, bist du ja oftmals die erste Ansprechperson, auch für sowas. Ja. Ne? Also der rennt ja nicht gleich zum Psychiater oder zum Psychologen, sondern du bist. Täuscht mich das oder ist es nach diesen Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, denk so an den Robert Emke, sowas, so den Fußballspieler, der sich umgebracht hat, auch wegen in Folge von Depression, dass jetzt auch ihr Ärzte sensibler seid für das Thema? Das heißt, dass dann nicht gleich eine Tablette und nimm mal, wo man ja auch noch so, es gibt ja so Benzodiazepine, nennt man das, so Tabor hast und Handelsnamen, die auch hochgradig abhängig machen. Da kenne ich noch von früher Hausärzte, die sagen, komm mal hier, dann nimm mal eine und die Dinger wirken auch, aber du wirst ja sowas von fix abhängig. Ja. Aber Mutti sagt, guck mal hier, der Doktor, der verschreibt die richtige Tablette. Also seid ihr jetzt sensibler geworden im Allgemeinen, deine Kollegen und du? Also es gehört einfach mit dazu. In einer Sprechstunde wirklich diese Selbstgefährdung, auch eine Fremdgefährdung anzusprechen und das abzuklären. Weil viele, die sich sowas antun wollen, im Rahmen zum Beispiel einer Depression oder eines Schicksalsschlages, gehen vorher nochmal zu Psychologen, zum Arzt, zum Seelsorger und wollen eigentlich gefragt werden. Und deswegen gehört es zum Handwerkszeug heutzutage, wie das Stethoskop oder die Blutdruckmanschette dazu, dass man sowas erfragt und das parat hat und das auch erkennt und
Einige gucken dann ganz verdutzt und sagen, um Gottes Willen, das doch nicht. Hm. Ich sage, ich muss es sie einmal fragen, wenn ich einen von 1000 rausfische, der dann sagt, ja, bei mir ist es soweit, hm, dann muss ich dem helfen. Aber das heißt, ganz anders, als wir das jetzt vielleicht vereinbaren können. Das heißt, du musst auch den Mut haben, als Ärztin auch diese Fragen zu stellen. Und dann so. Und das beim Erstgespräch. Ja, okay. Und meistens ist es auch so, dass man sich als Arztpatient in der Situation gar nicht kennt, weil man da doch vielleicht einen Arzt aufsucht, den man noch nicht kennt, der einen nicht kennt. Und dann ist es wirklich im allerersten Patientenkontakt. Und das so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rauszufischen, ist dann die Kunst bei der Sache. Aber dafür gibt es ja uns. So. Dich als Psychologen, mich als Arzt. Der Unterschied zwischen uns beiden ist ja unter anderem, du darfst Medikamente verschreiben, ich nicht. So. Ja. Verschreibst du dann auch als Facharzt für Allgemeinmedizin, würdest du auch sagen, okay, ich verschreibe auch mal ein Antidepressiva oder Antidepressivum, wenn mir danach ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite gleich hinterher, du bist ja nun Arzt, wie wirkt das Zeug jetzt im Gehirn? Also das gleich beim Erstkontakt zu verschreiben ist relativ schwierig, weil wenn man so down ist, diese Medikamente wirken nach 2 Wochen erst so richtig. Hm. Die machen bei uns im Gehirn die zwischen den Zellen, zwischen den einzelnen Nervenzellen, da sind so Überträgersubstanzen, Transmitter. Und da reichern sich zum Beispiel eine Kategorie von Medikamenten, reichert die an. So die guten Laune-Wirkstoffe, die wir auch im Körper haben, werden da angereichert und die aktivieren. Hm. Und da ist es sogar gar nicht richtig, gleich diese zu verschreiben, weil die können dann den letzten Rest geben, dass man sich doch was antut. Und das ist dann wirklich kontraindiziert. Vielleicht, und das muss man abklären. Erzähl gleich weiter, weil das ist mir wichtig. Also wenn Menschen mit Depressionen, also mit depressiven Menschen zu tun haben und das plötzlich so ein Stimmungswechsel, ne? Die sagen, wow, mir geht's jetzt richtig klasse, in der Klinik habe ich das leider öfter mal erlebt, so, dem geht's gut und alles schön, Wochenendurlaub, weil dem geht's ja schon so gut, dass genau dieser Wechsel dann von der Depression so ein bisschen Antrieb steigern und dann kann es tatsächlich passieren, dass sie jetzt den Antrieb haben, sich auch was anzutun, dann auch zu Hause. Also immer vorsichtig bei so plötzlichen Stimmungsschwankungen, weil das dann so heißt ja auch gerne mal manisch-depressive Erkrankung. Mhm. So, ne? Also gucken. Gut, also du sagst, wenn du dann noch sozusagen dann noch einen Drops drauf legst, dann sagt derjenige, wow. Dann geht es einem nach 14 Tagen richtig gut, die kommen auch nicht wieder. Man muss erstmal viel mehr eine Bindung aufbauen. Gerade wenn es so, wenn man sich noch gar nicht so lange kennt und die kommen mit so einer Geschichte da rein und sagen, Mensch, ich habe da was zu erzählen, mir geht es nicht gut und man muss da so wirklich Informationen sammeln, wie geht es ihm wirklich. Mhm. Und dann ist eigentlich wichtig, eine Bindung aufzubauen, dass man sich in kurzer Zeit kennenlernt, Vertrauen aufbaut und auch einen neuen Termin. Mhm. Und ich mache es meistens so, je nachdem wie der Patient so drauf ist und was er im Moment noch leisten kann für sich selber, dass wir dann gucken, wie geht es weiter. Das ist ja mit einem Termin und einem gelben Schein nicht getan. Also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das ist ein langer Weg, den man da mitunter vor sich hat, dass man diese Sache behandelt. Das muss natürlich irgendwie besprochen werden untereinander, auch im Rahmen dieses Vertrauensaufbaus relativ zügig. Und das ist auch eine Kunst, muss ich sagen. Das liegt nicht jedem. Da muss man auch zusammenpassen als Patient und Arzt oder als Patient und Psychologe. Aber ich frage jetzt mal so ganz, ganz ketzerisch, ist nicht Psychopharmaka eigentlich Job von deinen Kollegen, nämlich von den Neurologen und Psychiater? Oder sagst du, nee, es ist als Facharzt für Allgemeinmedizin, ich traue mir das genauso zu und ich kann auch die Depression behandeln? Oder wo ist die Grenze? Wo sagst du, nee, das ist jetzt hier mit Hausarztmitteln nicht mehr zu machen? Also ich versuche schon, wenn da jemand so zu mir kommt, bevor ich Medikamente ansetze, dass wir relativ zügig in einem psychiatrischen Krankenhaus, da gibt es die PIAs, das sind die psychiatrischen Institutsambulanzen, wo man relativ schnell einen Termin kriegt, um diese ersten Sachen zum Beispiel abzuklären und auch vielleicht auf Medikamente einzustellen oder eben doch eine Einladung auszusprechen, ein paar Tage mal stationär zu sein, um mal rauszukommen aus diesem ganzen Loch, wo man da drin sitzt. Eine ganz gute Sache und das versuche ich alles in diesen ersten 2 Gesprächen irgendwie unterzubekommen, was nicht ganz leicht ist. Das ist nämlich die große Kunst, dass er beim nächsten Mal wiederkommt, der Patient, dass so viel Vertrauen in diesem ersten Gespräch aufgekommen ist, dass er wiederkommt. Mhm. Das gelingt doch relativ häufig, weil man da erstmal das angesprochen hat, was
Und dann sollen die Psychiater, wenn die dann einen Termin haben, was meistens auch nicht an demselben Tag ist, außer wenn es hochakut ist, und dann geht der Patient stationär ins Krankenhaus, in die Psychiatrie. Und da hat man keine an der Klatsche, man hat ein Problem, was bewältigt werden muss. Ich habe ja auch in der Psychiatrie gearbeitet und da habe ich einen sehr netten Chefarzt mal gehabt, Psychiater seines Zeichens, und der hat immer gesagt, das Gehirn ist ein Organ. Und das kann genauso krank werden wie alles andere, im Körper auch, alle anderen Organe. Und da geht man einfach auch zum jeweiligen Facharzt. Und das hat nichts damit zu tun, einen an der Klatsche zu haben, sondern da ist das Gehirn an einer Stelle vielleicht irgendwo krank. Aber damit haben wir halt noch ein bisschen zu tun. Also ich denke schon, also durch diese Beispiele, die auch dann durch die Presse gehen und wo sich auch dann Bekannte äußern und sagen, ja, ich hatte eine Depression und ich habe mir Hilfe geholt. Und ich nehme auch Medikamente. Vielleicht auch noch mal eine wichtige Frage. Viele denken ja, oh, Psychopharmaka, sprich Antidepressiva, die machen nur dick, die machen abhängig, die machen mich vollkommen matschig. Wie ist denn das jetzt mit diesem modernen Antidepressiva? Würdest du auch sagen, ja, tatsächlich? Also ein Medikament, was nicht, was keine Nebenwirkungen hat, hat auch keine Hauptwirkung. Das kann natürlich sein. Und es ist gar nicht so leicht, bei diesen Antidepressiva das Richtige zu finden, was dann nicht dick macht, weil es den Appetit steigert, es geht einem besser. Man isst ja bei einer Depression vielleicht auch weniger, wenn man gar nicht so den Appetit hat. Und da muss man das Richtige finden. Aber man kann auch als Allgemeinmediziner da schon mal was, wenn man das für indiziert hält, also für angeraten, ein Medikament aufschreiben und gucken, ob das hilft. Ich versuche das selber immer so ein bisschen den Psychiatern zuzuschieben, weil die ein bisschen mehr Zeit haben dafür, als ich in so einer Akutsprechstunde, wobei ich mir immer die Zeit nehmen möchte, das Richtige rauszufinden. Und diese Medikamente haben natürlich auch solche Nebenwirkungen. Vielleicht muss man die aber eine Zeit lang in Kauf nehmen. Und das heißt auch nicht, wenn man diese Medikamente doch über einen Zeitraum nehmen muss, dass man sie zeitlebens nehmen muss. Da muss man wirklich andere Therapieformen mit dazu nehmen bei einer Depression. Und deswegen ist es nicht nur eine reine Tablettengeschichte. Ich glaube, die Kunst besteht wieder in der Kombination. Das Gespräch, ja, genau. Klar. Dann die Kombination aus durchaus, wenn es angesagt ist, wenn es echt eine behandlungsbedürftige Depression ist, auch aus vorübergehendem Psychopharmaka, weil oben im Gehirnstoffwechsel kann tatsächlich irgendwas nicht funktionieren. Das heißt, so wie wenn jemand Diabetes hat, meinetwegen, und der ist insulinpflichtig, der muss spritzen, dann würdest du als Arzt auch nicht sagen, nö, das geht schon irgendwie anders und wir spritzen mal nicht. Nein, der muss es haben. Genau. Und wenn man weiß und das auch erlebt hat, wie die Medikamente dann vorübergehend meinetwegen so wirken, dass da oben im Gehirn das wieder funktioniert, dass du plötzlich merkst, ich bin wieder der Alte oder ein bisschen besser drauf zumindest, dann ist das gut. Und dann die Kombination Psychopharmaka und Psychotherapie. Auf ich glaube, das ist so der goldene Weg. Das ist der goldene Standard heute und da versuche ich in diesen ersten zwei Kontakten auch die Patienten hinzubekommen. Weil die gehen eben nicht in die Psychotherapie, da bist du mit Wartezeiten gesegnet von drei Monaten plus teilweise. Dann muss man gucken, ob man in der Psychotherapie zusammenpasst. Das ist das, was viele Patienten, also nochmal vielleicht ein Wechsel danach. Aber dieser Goldstandard ist wirklich medikamentös und Psychotherapie, wobei ich der Psychotherapie da viel, viel mehr beimesse auf Dauer und auf Nachhaltigkeit als den reinen Tabletten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das zeigt so die Erfahrung, weil man da doch was lernen muss, anders mit sich umzugehen, mit seiner Umwelt umzugehen, dass die Umwelt mit einem anders umgeht und man vielleicht auch mehr auf sich achtet. Ja. Aber das kannst du ja vielleicht viel besser berichten. Das wäre ich auch nochmal ausführlicher. Aber um es nochmal deutlich zu machen, also es gibt, eine Depression ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung, so, das haben wir jetzt festgestellt. Da gehört ein Arzt dazu, da gehört ein Psychotherapeut dazu, um helfen zu können. Es hat nichts damit zu tun mit, ja, ein bisschen depressiv sind wir alle mal, ein bisschen schlecht drauf, das fühlt schon wieder so. Nicht jeder Tag ist derselbe, stehen wir uns auf und denken, nichts da. Es gibt reaktive Depression, klar, Freundin hat dich verlassen, bist gefeuert worden, dass du dann natürlicherweise in so ein Tief reinfällst. Genau. Das ist so. Und das will die Natur, glaube ich, auch. Du sollst ein bisschen nachdenken, wie soll es jetzt weitergehen, was mache ich das nächste Mal besser? Und dann kommst du da wieder raus. Aber diese längerfristigen Stimmungs, mindestens länger als 2 Wochen, wenn ich noch also ich glaube 2 Wochen zum Minimum, da dann ran. So, das gilt für die Betroffenen, aber es gilt auch für Freunde und für Verwandte. Ne? Dass man, manchmal muss man den auch an die Hand nehmen und sagen, so, jetzt gehst du zu Thorsten, jetzt gehst du zu Michael und jetzt nehme ich dich an die Hand und los geht's.
Hause. Ich habe dieses Setting immer bei älteren Ehepaaren, wo die Frau dann auf ihren Mann aufpasst. Und meistens ist es so, weil wir an die Hand genommen werden müssen. Mhm. Ich habe ganz viele Männer, die ihren Frauen oder Freundinnen das Leben verdanken. Da müssen wir uns drauf einlassen. Mhm. Da fallen wir auch ein bisschen aus der Rolle an der Stelle, ja, die so wir so gewohnt sind. Das ist, ja, sich darauf einzulassen auf so eine Therapie, das ist ja eine ganz wichtige Sache, weil es eben dauert und es Zeit braucht zu heilen und nicht einfach nur mit einer Tablette. Nee. Schönes Schlusswort, mein Lieber. Das war's und danke, ja, wie immer, ne? Ja. Der Mann ist Gold wert, ne? Der weiß so viel. Vielen Dank. Das macht auch Spaß. Danke, tschüss. Mhm. So, da sind wir wieder und der Kleine müffelt immer noch. Ja, ich bin muffelt, er muffelt, um Gott, er müffelt nicht, Entschuldigung. Das ist wirklich gemein, ne? Also ich hau hier rein und Annika muss die Kamera hier führen. Und hier, es liegt da noch. Ganz jungfräulich. Jungfräuliche Kirschtasche. Ja. Habe ich da noch ein Stück mehr hervon? Okay. Kommt gar nicht in die Tüte. Hallo, ich rede mir hier den Wolf und mache und tue. Ja, guck mal auf meinen super Spickzettel. Ja, guck mal drauf und wir gucken uns nochmal das Schloss an. Mhm. Oh, das ist echt schön hier heute. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich kriege langsam kalten Hintern. Aber so, dann kannst du auch deine Kirschtasche nehmen. Die muss ich dann. Vielleicht doch einen noch. Also einen hast du noch? Dann habe ich noch, dass Depressionen sich manchmal auch aus anderen Erkrankungen ergeben können. Ah ja, das stimmt, das ist noch ein wichtiger Punkt. Na, also es, wenn du auch die ganze Palette, du hast vielleicht ein Drogen- und Alkoholproblem, dann kann sich daraus auch eine Depression entwickeln. Du leidest vielleicht unter einem Zwang oder hast eine Phobie, hast eine Angsterkrankung. Auch daraus kann sich dann eine Depression entwickeln. Also noch dazu, zusätzlich. Ja, oder? Leider Gottes, ja. Aber auch durch eine normale, also was, Gott, normale Krankheit, der ist jetzt gut. Durch eine körperliche Krankheit. Mhm. Also nicht eine F-Krankheit hier im ICD, also nee, keine psychische sondern wirklich Erkrankung. Eine somatische, eine körperliche Erkrankung. Mhm. Ja, es gibt ja ganz böse Sachen. Ja, Krebs und Co. Mhm. Aber das kann natürlich. Selbstverständlich, das haut dich dann so um aus deinem ganzen Leben, dass du dann auch zwischendurch in so eine depressive Phase dann reinrutscht. Da hoffe ich natürlich auch, dass du da dann Leute hast, die dann das auch erkennen und dann sagen, okay, naja, vorübergehend zumindest helfen wir ihnen damit. Also im normalen Krankenhausalltag oder so ist das ein bisschen, glaube ich, rarer gesät, dass man darauf jetzt achtet. Aber vielleicht sollte man laut geben, also wenn man merkt, dass es einem da wirklich richtig schlecht geht. Ja. Also auch psychisch immer schlechter, ja, dass man das auch wirklich zumindest mit dem Arzt bespricht, dem man vertraut, ja, wer immer da, oder der Schwester oder wer immer das dann so im Umfeld ist, dass man das wirklich sagt und nicht in sich hineinfrisst, sondern sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich innerlich irgendwie anders. Ich denke immer nur über das eine nach und es ist immer zu grübel, ich kann nicht schlafen, es ist furchtbar. Mhm. Und dass man das zumindest ein bisschen beobachtet. Genau. Und, das wäre gut. Ne? Sowieso, aber das wäre vielleicht sogar noch mal ein anderes Thema, Annika. Ne? Wie überlege ich so einen Krankenhausaufenthalt? Ich meine, wir beide haben ja nun schon mal dieses zweifelhafte Vergnügen gehabt. Wäre vielleicht auch noch mal ein Thema, ne? Ja. Survival Kit für Survival Kit für Krankenhäuser. Gott. Nein. Großes Survival Kit. Also, ich wäre ganz froh und ganz, ganz glücklich, wenn einiges von den Sachen, die wir jetzt gesagt haben, wenn das hängen bleibt. Nochmal, wir klinken immer noch so ein paar Informationen ein. Ich gucke auch nochmal im Internet, welche Internetseite zum Thema Depression ich ganz seriös finde. Mhm. Dann werde ich euch da auch nochmal Informationen geben. Und nochmal, das ist eine Erkrankung, die gehört behandelt. So, und das ist einfach so. Und wenn du einen dicken Schnuppen hast, blöder Vergleich, aber wenn dir irgendwas ist, dann gehst du auch zum Arzt und lässt dich behandeln. Naja, also zumindest beobachtest du, wenn du merkst, das wird schlimmer und das geht nicht mal eben so weg mit ein bisschen Milch, mit Honig, so, dann kümmert man sich dann doch irgendwann sogar drum. Die Kirschtasche hilft nicht mehr. Wenn die Kirschtasche dann nicht mehr hilft, oh, einen muss ich doch noch, Mensch, wir können stundenlang noch schnacken. Ne? Es gibt ja immer noch diese wunderbare Mär, dass ja Schokolade gegen Depression helfen soll. Wäre ja so schön. Würde ich ja auch wünschen. Tafel ist aber nicht Tafel, so. Ne? Nein, ist nicht so. Ja, da wird dann so, geht immer noch so durch auch durchs Internet, dass dann da oben eben dieses Serotonin und so weiter durch Schokolade eingelegt wird. Glückshormone werden freigesetzt. Ach, vergiss es. Es wäre schön, aber die Glückshormone, die bleiben irgendwo stecken, aber nicht da im Gehirn. Und die Schokolade packt sich nur auf deine Hüften nieder. Nein. Naja, sagen wir mal so, es ist kein Medikament. Schokolade, die Inhaltsstoffe, deshalb ist es frei verkäuflich und kein Medikament.
weil es einfach nicht ins Hirn gelangen kann, kann da nichts machen. Es gibt was eine Blut-Hirn-Schranke, ja, ne? Richtig, genau. Aber was es natürlich tun kann, ist, es kann mich befriedigen. Und wenn ich das gelernt habe, dass Schokolade mich glücklich macht, dann macht es mich glücklich. Und dieser süße Geschmack, diese Zuckergeschichte und so, das ist schon sehr befriedigend. Du hast es gesagt, du hast es gelernt, irgendwann mal als Kind, dass Schokolade dir hilft, wenn du traurig bist. Nur nebenbei, auch da ein Experiment, nicht jede Schokolade macht dich glücklich. Nein, wenn du auf... komisch, das sehe ich am besten. Wenn du auf vollmilch Nuss stehst dann, und einer kommt dir mit weißer Schokolade, dann sagst du nur... Das ist schon recht weit greifen. Ja, du bist ein altes Schokoladenfutter. Nee, nicht wirklich. Nee, du, guck mal. Ich nehme mich auch nicht. Nein. So. Aber auch das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem glaube ich, es gibt ein paar Lebensmittel, Hühnersuppe zum Beispiel, Schokolade. Das hat noch irgendwo ein paar Wirkungen, die wir noch nicht ganz erforscht haben. Jo. Ne? Man muss ja auch nicht alles erforschen. Heiße Schokolade von Mutti gekocht ist schon ein kleines Defustrat. Also, aber Hühnersuppe gegen Depression. Nein, aber gegen Erkältung und Magenverstimmung. Nein. Ernstes Thema und du ziehst es wieder ins Lächeln. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Du weißt ganz genau, dass ich das ganz, ganz ernst nehme. Ja. Ne? Also das ist auch eben wichtig, dass man selbst wenn man so im Keller ist, dass man dann probiert, nicht künstlich, aber dass man trotzdem probiert, irgendwie noch ein bisschen Spaß zu haben. Und trotzdem sich aus diesem Mauseloch auch rauszutrauen und sich dann auch mal fallen lässt. Und selbst wenn man das Gefühl hat, du hast überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwie rauszugehen, du hast eine Einladung. Du gehst dahin, das ist wie eine Therapie. Du gehst dahin und lässt dich überraschen. Und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, tatsächlich mit ein paar Leuten nett zu reden. Und dann geht es dir hinterher auch ein bisschen besser. Naja, aber du kennst schon dann den Grad, wo das eigentlich genau kontraindiziert ist, wo du dann nämlich erst recht merkst, du hast dir gar nichts zu sagen, du bist ja falsch. Das dann ist dann auch wirklich der Moment, wo du dich um dich selbst kümmern musst. Und musst du auch. Und ach so, wo wir bei Party sind, ne? Depressive Menschen, damit sie so ein bisschen die Stimmung aufhellen, neigen leider Gottes dazu, auch zum Alkohol zu greifen. Keine gute Idee. Was für Dinge? Zum Alkohol. Ach so, Alkohol. Saufen. Hier. Saufen. Keine gute Idee, weil dann kommt dann noch zu deiner Depression womöglich nachher, wenn du es länger machst, auch noch eine Alkoholerkrankung dazu, muss keiner haben. Ne? Hinter vielen Alkoholerkrankungen stecken übrigens auch depressive Symptome oder depressive Erkrankungen. Weil Alkohol setzt im Gehirn in der Manie an, wo es dir wieder besser geht. Die innere Unruhe wird ein bisschen weniger. Du fühlst dich für ein paar Stunden, bis der Kater kommt, dann einfach noch ein bisschen besser. Ihr seht, Stunden, aber jetzt ist gut. Gut. Annika muss ihre Kirschtasche essen, sonst wird sie traurig. Nein. Und ich muss sie trösten. Ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt alle Punkte erstmal so, um Depressionen vorzustellen, so erklärt. Und Details gibt es dann drauf zurück, kommen wir wieder zurück in einer weiteren Sendung. Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, schreibt, wenn ihr auch Rat braucht. Wir warten immer noch auf denjenigen, der auch bereit ist, per Telefon oder vor der Kamera mit uns darüber zu sprechen. Na? Wäre mal interessant, ne? Wäre mal interessant, so. Dass mal funktioniert. Ja. Bis jetzt traut sich noch keiner. Ja, das kommt, weil ich so böse bin. Na, weil ich so eine Katastrophenkameratur mache. Also, ihr Lieben. Also, ihr macht's gut und ja, wir genießen noch. Annika muss ihre Kirschtasche essen, habe ich das schon gesagt? Ja, hast du schon dreimal gesagt. Ja. Okay. Und ich kriege nichts ab. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das kann man jetzt gar nicht mehr sehen, aber da waren eben ganz viele Entchen da vorne. Oh, das ist schön.